Simon Piero, schön, dass wir uns mal wiedersehen. Ist ja schon wieder ein paar Jahre her, als du uns gezeigt hast, dass so ein iPad für dich im Grunde wirklich ein Zauberbrett ist. Wobei das im Alltag ja inzwischen für uns alle so eine Art Zaubergerät geworden ist, weil wir eigentlich jede Information jederzeit rausziehen können, wenn wir wissen wollen, zum Beispiel, was ist bei Stern-TV los oder so. Also das genau. Ist nichts Besonderes mehr, ne? Ja, Stern-TV ist einfach, zum Beispiel mal auf sterntv.de gehen und wenn Sie Glück haben zu Hause, dann erscheint dann QR-Code. Wenn der erscheint, dann einfach rausziehen und dann wissen Sie einfach, Sie sind richtig bei Stern-TV. Ich habe den Eindruck, er holt doch ein bisschen mehr raus aus den Dingern als wir alle. Aber tatsächlich habe ich mir gedacht, eigentlich sind die Zeiten für dich schwieriger geworden. Ne? Also die KI kann so viel, die Digitalisierung schafft so viel. Also jeder Depp, sogar ich, schafft es auf einmal, Illusionen im Foto zu erzeugen. Wir können sogar Verstorbene als Hologramm wieder auferstehen lassen. Technisch ist das alles möglich. Ist das für dich nicht ein Fluch? Also ich stimme dir erstmal zu, es sind spannende Zeiten und die haben sich auch geändert, wenn man in dem Einspielfilm eben gesehen hat, wie ich vor 10 Jahren eine klare Mission hatte. Mhm. Ich bin der iPad-Magier und du weißt, was ein iPad kann und was nicht kann, was es nicht kann, das mache ich möglich. Zum Beispiel Bier aus dem iPad zapfen, dann ist es eine klare Nummer, ja. Und ein schlauer Mann hat mal gesagt, jede hinreichend fortgeschrittene Technologie lässt sich von Magie nicht unterscheiden. Und man hat das Gefühl, wir sind jetzt an diesem Punkt angekommen. Und deswegen heißt meine Show allerdings aber auch nicht KI-Magie, das ist das, was du eben gezaubert hast, sondern Magie mit KI. Aber das liegt ja ganz nah beieinander. Also ich kann ja Fotos selber mittlerweile am Handy-Display in Sekunden verändern und bearbeiten. Ne? Ja, richtig. Ich zeig dir mal ein Beispiel zu dem Thema. Also du sagst, Bildbearbeitung mit KI ist super spannend. Früher musste man rumfriemeln, hat ganz lange gedauert. Heute markiert man einfach auf dem Foto einen Gegenstand und sagt dann zum Beispiel, tausche iPad gegen Blumenstrauß. Und schnipp. Ja, sieht aus wie Zauberei. Ja. Wenn wir nochmal machen, tausche iPad gegen Bierkrug, passt vielleicht noch besser. So, ja, aber du merkst, das sind die Leute gewohnt, das kennt man. Das ist man gewohnt, genau. Und meine Aufgabe bei Magie mit KI, ich lasse mich inspirieren und sage, wenn es die KI kann, dann vielleicht auch ich. Denn meine Aufgabe ist, das in die analoge Welt zu bringen, dieses Wunder. Mhm. Sag doch mal, überleg mal, tausche iPad gegen? Tausche iPad gegen Zeitung. Zeitung. Okay. Okay, da wird es wieder Zauberei. Jetzt ist es weg. Ja. Problem hieran, kostet jedes Mal ein iPad. Ja. Mach ich für dich gerne. Da musst du mit leben. Also man kann sagen, im Kern stecken auch hinter vielen digitalen Tricks eigentlich analoge Techniken, analoge Zaubertechniken. Genau, irgendwie muss man sich ergreifbar machen für die Zuschauer. Und ich glaube sogar, du hast natürlich komplett recht. Viele Kunststücke werden in Zukunft obsolet, werden nicht mehr funktionieren. Gleichzeitig glaube ich, je mehr wir uns verlieren in den virtuellen Welten, desto bedeutender wird wieder Magie als Live-Kunstform, Entertainment. Weil man einfach mit eigenen Augen sehen möchte, ja, kann das wirklich sein oder nicht? Also man merkt es an einem Beispiel, und du reist ja oft in die USA, du hast mir erzählt, früher war das ein veritabler, toller Zaubertrick, wenn sich ein Magier mit verbundenen Augen an der Steuer eines Autos gesetzt hat. Ja? Und wir können uns angucken, was du in den USA erlebt hast. Und inzwischen gibt es solche Dinger ja auch in Deutschland. Das hat hier nichts mit Zauberei zu tun, dass du wie von Geisterhand gefahren wirst. Genau, früher war es ein Publicity-Stunt und heute ruft man diese unsichtbaren Fahrer quasi per App. Ist ein lustiges Gefühl, ja, durchaus. Man vertraut relativ schnell, vielleicht, weil sich das Lenkrad bewegt, aber klar, das macht heute keinen Sinn mehr. Oder und die Luft wird dünner für dich als Magier, ne? Du musst ja, aber sie kann ja einen auch wieder inspirieren und ich versuche mich immer auf die positiven Seiten zu konzentrieren und sagen, was ist denn, ich kann meine Kunststücke plötzlich neu verpacken, ich bekomme Technologien von außen, mit denen ich meine Kunststücke wieder kombinieren kann und dadurch durch was Altes und was Neues entsteht eben dann wieder die Kombination. Und du tauschst dich wirklich aus mit den Digitalentwicklern auch. Das heißt, du fährst in Silicon Valley und du triffst die Leute in den Tech-Firmen. Wollen die was von dir lernen oder willst du was von denen lernen? Genau, ich bin regelmäßig im Silicon Valley. Normalerweise ja ist Las Vegas so das Mekka für Zauberer. Mhm. Für mich ist der Wallfahrtsort das Silicon Valley. Und ich habe da natürlich regelmäßig Auftritte für große Tech-Konzerne. Aber ich treffe mich dann immer mit vielen Menschen dort und ich weiß, 2016 war ich in einem geheimen Studio-Office-Labor von dem Co-Founder von Siri, der Adam Chyer. Die Stimme, die Sprachsteuerung von Apple. Richtig, die Apple damals dann aufgekauft hat. Und er hat zum zweiten Startup im Labor mir eine Software gezeigt, die einen Code selbst weiterschreibt.
Und das war meine erste Berührung quasi mit dem, was man jetzt unter künstlicher Intelligenz versteht. Ein Code, der einen Code schreibt. Und ich wusste nicht, finde ich es gut, finde ich es nicht gut. Aber es war verblüffend. Und da habe ich mich angefangen, mit KI zu beschäftigen. Ich habe vorhin so ein bisschen die These in den Raum gestellt, dass du eigentlich unsere Faszination fürs Digitale nutzt. Weil du denkst, die Leute glauben so viel, dann glauben sie mir vielleicht auch eine Schippe mehr. Als du das letzte Mal bei uns warst, hast du Menschen ausgedruckt mit dem 3D-Drucker zum Beispiel. Also hast Apparaturen erfunden, die es so noch nicht gibt. Hast du was mitgebracht? Ja, da zeige ich dir gerne noch was. Und es ist so, im Silicon Valley durfte ich zum Beispiel kürzlich auch bei Google eine Technologie anschauen, die tatsächlich noch nicht abfotografiert gefilmt werden darf. Das ist ein Videotelefonat in 3D. Mhm. Und das finde ich halt total spannend, weil da kommt das Kindliche raus. Warum mache ich das? Weil ich auch, so wie ich dich sehe, begeisterungsfähig bin. Und ja, aber ab und zu entwickle auch ich Prototypen. Da möchte ich eine zeigen, auch als Dankeschön, dass ich jetzt schon zum dritten Mal hier bei dir in der Sendung sein darf. Und diese App dürfen auch alle hier im Publikum nachher ausprobieren. Die heißt Tattoo to Go. Oh. Ja, Tattoo to Go funktioniert folgendermaßen. Selbstverständlich zeige ich erstmal, dass hier nichts auf der Rückseite von dem Smartphone oder meinem Arm ist. Mhm. Ja? Und dann erkennt per KI natürlich die App mein Hauttyp. Okay. Oh, ich höre das. Ja, tut aber gar nicht weh. Stern-TV, und das habe ich dann auf meinem Arm für den Rest meines Lebens. Ach, komm. Das bleibt jetzt, oder? Ja, klar, natürlich. Ich kontrolliere es beim nächsten Besuch, ob es noch da ist. Ja? Ich hab mal gehört, Magier verkaufen sich teilweise auch so Trickentwicklungen untereinander. Ist schon mal irgendwann einer der großen Weltstars angekommen und hat gesagt, Simon, 100.000 für Tattoo to Go? Preis hat er nicht genannt, aber David Copperfield hat mich persönlich angerufen und wollte eine Illusion, die ich damals bei dir exklusiv vorgeführt habe, den 3D-Drucker, mit dem man scheinbar Menschen drucken kann. Hat er gekauft? Ja. Nee, ich habe ihn nicht verkauft. Ah. Aber das liegt daran, dass ich natürlich auch erstmal vorführen wollte. Also, wir merken, große Ehre. Die Digitalisierung verändert auch die Magie, aber die erstaunten Gesichter und die leuchtenden Augen, die bleiben dieselben wie vor 100 Jahren. Ja. Und das ist das Schöne dabei. Simon Piero, vielen, vielen Dank für den Besuch bei uns. Danke dir.